Ein Stack Fluix Dust. Bam, noch ein Stack Fluix Dust. Das hat jetzt mal eben 2 Stacks Redstone gekostet. Also Ressourcen, ne? Ist immer so eine Sache. Ah, wir haben noch 2 Stacks, ist okay. So, Fluid. Da. Da, da. Jetzt hätte ich gerne 52 davon. Ach du Kack. Es hat geklappt. Okay. Sehr cool, sehr cool. Wir haben jetzt aber keine mehr von den goldenen Dingerbums da, die hier. Das heißt, davon hätte ich jetzt gerne noch ein paar auf Vorrat. Drück jetzt mal nicht Shift, weil sonst habe ich gleich 64 davon und wir haben keinen Redstone mehr im System. Das wäre nicht schön. Aber 20 reichen so ja auch. Gut, die landen jetzt im System, werden vom System zur Smeltery gebracht. Also zu dem, ne, kleinen Mini-Schmelzofen da. Werden da gebrannt zu richtigen Assemblies und da können wir sie benutzen. Gut. Aber wir brauchen jetzt die Exportbusse erstmal selber. Und da werden bestimmt wieder Pistons fehlen. Oder Kabel. 37. Ja, das ist okay. Mir fällt gerade auf, ich wollte nur 6 bauen. 6 Fluid-Exportbusse. 1, 2, 3, 4. 2 haben wir nämlich schon. 4 da rein. Du, ein Bucket. Ernsthaft? Aluminium. 1, 2, 3. Bau ganz viele davon. So. 3 Stück hätte ich jetzt gerne. 1, 2, 3. Was war das? Achso, Precision-Dinger fehlen. Ja, das ist völlig okay. Also, 6 Fluid-Export-Passe. Dann brauche ich einen von den Buckets. Ich brauche Lava-Lava. Lava-Lava. So. Und dann hauen wir die da mal hin und gucken. Ah, jups. Spricht wirklich nichts dagegen, das hier zu machen. So würde das dann aussehen. Wäre schön kompakt. Man hat keinen Zugriff mehr auf die Fluidacts, aber das sollte eigentlich egal sein. Weil die Fluidacts produzieren ja in diesem Fall leckfrei eine Transportmöglichkeit. Und es ist leckfrei, weil es immer einen Abnehmer gibt. Nämlich diesen Open Tank und der Open Tank wird durchgehend abgesaugt. Das ist völlig okay. Ja, also brauchen wir es dahin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, langsamste Stufe ist völlig okay. So viel viel Abnehmer haben wir gerade nicht für Energie. Da, da, da. So. Und da kommen gleich Kabel drauf. Zack, zack, zack. Ich hoffe, das sind die Kabel, die nicht explodieren können. Wobei die explodierenden Sachen wurden ja alle rausgenommen. Also die ganzen Minecraft-Technik-Packs sind ziemlich, ziemlich anwenderfreundlich geworden. In der schlimmsten Form, die man anwenderfreundlich sein kann. Also man kann fast nichts mehr falsch machen. Das war schon mal wesentlich schlimmer. Und wo kam gerade der Pfeil her? Hä? Ah, hallo. Ich kann fliegen. Kannst du das auch? Hihihihihihi. Boing. Er ist wohl gestorben. Das Schwert ist zu stark. Ich wollte ihn runterschubsen. Nächstes Mal mache ich es mit dem Toastbrot. So. Also, wir haben Strom. Wir haben keine Abnehmer für den Strom. Wir könnten hier eine Leitung hochmachen. Oh, hallo Plattform. Wir könnten hier eine Leitung hochmachen. Die dann in dem dieser Zwischenebene dann lang führt zu den anderen Plattformen. Gut, das hätten wir. Runter. Was noch alles? Tesserakt. Also Tesserakt kann Gegenstände transportieren. Also teleportieren. Wichtiger Unterschied. Ne? Also könntest teleportieren von da hinten zum Beispiel direkt zum ME-System. Das wäre irre praktisch, weil dann hätten wir den ganzen Kabelsalat hier hinten nicht. Das da, das sieht nämlich doch schon ein wenig abgefahren aus.
Wobei wir Platz nicht wirklich brauchen, aber effektiver und so. Zumal irgendwann wird das riesig groß werden. Und den Platz hier hinten hätte ich eigentlich ganz gerne für den Crafting-Computer. Also Tesseract wäre eine Möglichkeit. Ich gucke kurz, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich erstmal zwei davon. Tesseract Frame braucht Diamanten, braucht Endirium Ingots. Dafür brauchen wir Endirium Blend und Pyroteum. Pulverized Tin, Pulverized Shiny Ingot. Das kriege ich hin. Haben wir gerade, ne? Hergestellt. Shiny Ingot. Da. Zerlegt das man. Und Tin. Wir haben Tin in Pulverform, aber das ist nicht das Tin, das wir brauchen. Also zerlege ich davon auch nochmal einen halben Stack. Und zwar hier drin. Du bist wieder falsch eingestellt. Oh. Mist, ich habe mich selbst wieder sabotiert. Ich hatte vor kurzem hier die Importer weggenommen, weil ich der Meinung bin, dass die Dinge ja gar nichts exportieren, weil nur der letzte Pulverizer was exportiert und das war natürlich vollkommen falsch. Also Importer, Basic, was fehlt? Komm, Kabel, hier, Kabel, nimm. Wir haben kein Plastik mehr. Och, Jungs. Da. So, also erstmal Fehler von Vergangenheitsgerubern beheben. Der macht immer nur Unsinn. Es geht echt gar nicht. Ding, ding, ding. So. Noch so ein Fehler, Vergangenheitsgerugon, und du wirst gekündigt. Dazu müssten wir in der Zeit zurückreisen. Das wird kompliziert. Dafür brauchen wir definitiv Tesserakts. Ganz viele. So, du da rein, du da rein, du da rein, weg, 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 weg. So, wir brauchen immer noch Elektrum. Wir brauchen immer noch dich, dass du die da pulverisierst. Und warum wurdest du nicht automatisch befüllt mit irgendwelchen anderen. Achso, wegen denen. Du kannst natürlich nicht nach da verschoben werden, weil du das nicht haben willst. Also wir warten kurz. So, jetzt wirst du wieder befüllt. Du wirst auch wieder befüllt. Alle sind glücklich. Okay. Und das Shiny Pulver wird direkt ins System geworfen. Gut, 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 gut. Dich da rein. Rubber. Okay. Ich habe mich lang genug drum gewunden. Beziehungsweise ich habe es immer wieder nicht machen wollen, weil es ein bisschen Zeit kosten könnte. Aber jetzt wird es Zeit für Level-Emitter. Dim, 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 dim. Da. Ich hätte gerne ein Level-Emitter. Ich hätte gerne ein Furnace. Ein Redstone-Furnace. So. Dann hätte ich gerne ein Precision-Exporter. Precision-Export-Pass. Dann hätte ich gerne einen normalen Import-Pass. Und dann baue ich was ganz Tolles. Und davon werden wir ganz viele bauen müssen. So. Also, ich brauche wieder Platz in irgendeiner Ecke. Nehmen wir mal die hier. Das heißt, hier ist Mauer. Wobei wir die Mauern echt auch bei Zeiten weiterbauen sollten. Hier ist Mauer, hier ist ein Feldplatz, hier fangen die Maschinen an. Maschinen, die Strom brauchen. Ich habe eine schöne Idee für diese Zwischenräume hier. Also zwischen den Plattformen habe ich immer Platz gelassen für die drei Brückenblöcke. Und wir können das ähnlich machen wie hier oben in den Zwischenebenen. Dann ist es wirklich ein perfekter Würfel später. Also in der Hinsicht zumindest. Das heißt, wir haben immer eine Ebene hier, bestehend aus 9 Plattformen. Drüber eine 3 Block hohe Zwischenebene für Kabellage. Und. Also auf der Ebene da oben. Und hier in der gekippten Ebene zwischen den Plattformen haben wir auch nochmal eine 3 Block breite Wartungsschachtgeschichte. Das heißt, jede Plattform ist dreidimensional umgeben von einer 3 Block breiten Wartungsebene. Das ist extrem cool.
Also, ich hoffe, ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt, aber es sieht in meinem Kopf sehr toll aus. ja, wie so ein Würfel mit Würfeln drum und diese Würfel mit dem Würfel drum bilden dann wieder einen größeren Würfel. Sehr würfelig. Das heißt, wir könnten zum Beispiel einfach die Stromversorgung von unten reinmachen, weil unter dieser Plattform, auf die ich gerade stehe, ist ja wieder eine 3-Block-große Wartungsebene, wo die Kabel durchführen könnten. Ja? Also entweder von unten, einfach schwupps. Das heißt, wir könnten von da, ich fliege mal kurz hin, wir können jetzt ja fliegen. Wir könnten von hier die Kabel auch nach hinten laufen lassen, dann hier durch, durch diesen Wartungsschacht. Ding, 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 ding. Und den hier aus der Wand kommen lassen. Wir brauchen sehr, 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 sehr viele Kabel, fällt mir gerade auf. Also entweder das oder wir machen wirklich im Generatorraum ein oder mehrere Tesseracts, je nachdem, wie viel Energie wir produzieren. Und jede Plattform bekommt dann unten drunter in der Mitte zum Beispiel einen eigenen Tesseract. Von denen die Kabel abgehen für die Maschinen, die nur für diese eine Plattform sind. Das wäre richtig schön dekadent. Ja. Jetzt brauche ich aber trotzdem erstmal Strom. Das heißt, das hier wäre am naheliegendsten. Ja, gut. Du mach mal kurz hier ein bisschen Platz. In die Richtung kommt keine weitere Plattform, also haben wir Platz zum Spielen. Ich hätte gerne einen Block Abstand, damit wir an den Bullriser rankommen. Dann kommt hier Kabellage, wie wir nicht dabei haben, also noch ein Abstandshalter. Und dann kommt hier der Redstone Furnace auf. Redstone Furnace bekommt ein Precision Export Bus. Das heißt, er ist viel toller als alle anderen Maschinen hier. Die haben nämlich nur ein Basic. Und da stellen wir. Oh, du bist vordefiniert. Raus. Da stellen wir ein. Mist. Wir brauchen hier gar keinen Precision Export Bus. Okay, das. Nee. So. Egal, ich verwende ihn trotzdem. Einfach aus Trotz, aus kindischem Trotz. Also ein Precision Export Bus. Eingestellt mit Raw Rubber. Und er soll nur arbeiten, wenn er ein Signal bekommt. Gut. Wir sollten ihm auch die Möglichkeit geben, Signal überhaupt zu bekommen. Dann kommt hier drauf der Level-Emitter. Der Level-Emitter. Genau. Der sendet jetzt nur ein Redstone-Signal, wenn weniger als die geforderte Menge im System vorhanden sind. 512. Was passiert, wenn ich Raw Rubber einschmelze? Raw. Den kriegen wir das weiße Zeug, richtig? Ne, den kriegen wir Rubber Bars. Raw Rubber sollte eigentlich immer eingeschmolzen werden, oder? Nee, wir können es für Sticky Pistons benutzen. Okay. Also nicht so eine super riesige Anwendung, aber trotzdem aus, ne? Können wir trotzdem machen. Also, sobald wir weniger haben als. Ich brauche einen Rubber Bar. Da ist ein Rubber Bar und ein paar Freunde von ihm. So. Gehen wir hier wieder hin. Wir tun Rubber Bar hier rein. Geben als Wert 512 an und wenn weniger als 512 Rubber Bars im System sind, dann sendest du ein Redstone-Signal. Deswegen ist das Ding jetzt schon an. Und du exportierst durchgehend Raw Rubber, solange du ein Redstone-Signal hast. Also wird dieses kleine System hier dafür sorgen, dass unser ME-System immer 512 Rubber Bars im System hat, solange genug Raw Rubber da ist, um es herzustellen. Das heißt, du brauchst jetzt nur noch Strom und du brauchst noch einen Importer. Und du musst die Sachen so einstellen, dass du auch wirklich das ausspuckst. So. Da. Dann brauchen wir noch ein Kabel. Wir brauchen noch Conduits. Warte mal, Conduits müssen ja hier sein. Zack. Bisschen Overkill, aber was soll's. Nimm, 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 nimm. Da. Oh, die verbinden sich nicht. Das ist jetzt nicht so schön. Das heißt, wir kappen mal ganz kurz die Stromversorgung. La 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 la. So.
ersetzen die durch viel, viel tolleres Zeug.